Hi, ich grüße dich, mein Name ist Steffen Kirchner. In diesem Video erkläre ich dir, warum eine Pause dir im Leben meistens nicht das Ergebnis bringt, das du dir eigentlich davon vielleicht auch unterbewusst versprichst. Denn Pausen sind nicht dazu da, um dein Leben entspannter und besser zu machen. Wenn du richtig mit Pausen umgehst, sind sie wertvoll und sinnvoll. Aber die meisten Menschen gehen falsch mit Pausen um. Denn sie versprechen sich von Pausen einen Ausgleich in ihrem Lebensgefühl, in ihrer Lebensenergie, in ihrem Lebensglück. Pausen sind nicht die Lösung für deine Energieprobleme im Leben. Warum das so ist und wie du es besser nutzen kannst, das erfährst du jetzt in dem Video. Ich höre ganz häufig von Menschen: Steffen, ich brauche mal wieder eine Pause. Ich muss mich mal wieder erholen, ich muss mal wieder runterkommen. Ich muss mich mal wieder entspannen. Und ich schaue mir diese Leute an und stelle mir echt oft die Frage: Hey, für was brauchst du denn jetzt eigentlich schon wieder eine Pause? Schau mal, die meisten Leute haben das Gefühl, dass sie mit 120% arbeiten oder zumindest mal immer am 100% Limit sind oder eigentlich schon ein bisschen drüber sind. Dass sie in der Familie zum Beispiel oder auch im beruflichen Bereich oder für ihre Schwester, für ihre Mutter, für ihren Kanarienvogel, für wen auch immer, schon weit über die 100% drüber gehen und überhaupt gar keine Zeit mehr für sich haben und dass sie ausgelaugt sind. Ihr Energiekonto ist sozusagen eigentlich ein Stück weit gefühlt überzogen. Und das Problem ist, dass die meisten Leute aber überhaupt nicht bei auch nur annähernd 100% sind. Die meisten Leute sind gestresst, aber nicht durch den Stress, den sie haben, sondern durch das, wie sie das als Stress empfinden, was sie so im Leben haben. Das heißt, die Arbeitsbelastung zum Beispiel ist überhaupt nicht so hoch. Wie oft höre ich das von Leuten, die eine ganz stinknormale 40-Stunden Arbeitswoche haben, die sich so gestresst fühlen und sagen: Ich brauche endlich mal wieder eine Pause von der Arbeit. Entschuldigung, sind wir uns mal ehrlich, eine 40-Stunden Arbeitswoche, das überfordert dich nicht. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie nur 40 Stunden in der Woche gearbeitet. Und das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht nicht darum, wie viele Stunden du arbeitest, sondern es geht darum, wie du diese Stunden empfindest, wie sie dich belasten, ob sie dich erfüllen oder ob sie dich entladen. Und das ist der Punkt. Wenn du glaubst, eine Pause zu brauchen, und zwar regelmäßig, dann liegt es nicht daran, dass du überarbeitet bist, sondern es liegt daran, dass du vielleicht die falschen Dinge machst. Dass du vielleicht an der falschen Stelle arbeitest, mit den falschen Menschen arbeiten, überhaupt vielleicht das Falsche arbeitest, für das falsche Unternehmen, den falschen Kunden oder den falschen Chef arbeitest. Wenn du dich in deiner Beziehung irgendwie gestresst fühlst, dann liegt es nicht daran, dass die Beziehung dich so stresst, sondern vielleicht, dass du selbst diese Beziehung auf irgendeine Art und Weise führst, dir irgendwelche Regeln hast aufoktroyieren lassen oder selbst irgendwelche Regeln entdeckt hast oder erfunden hast, die dich zum Schluss einfach auch stressen. Die meisten Menschen führen ein Leben, das das perfekte Ablenkungsmanöver eigentlich ist. Ja? Also das Leben der meisten Menschen ist ein perfektes Ablenkungsmanöver für ihre eigentlichen Bedürfnisse. Wir versuchen uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Pausen abzulenken, und das ist dieses Hauptproblem. Denn wir hangeln uns von einer Pause zur nächsten. Von einer Zigarettenpause zur nächsten, von einer Kaffeepause zur nächsten, von einem Wochenende zum nächsten, von einem Urlaub zum nächsten. Und das führt nie zur Lösung von dem, was du wirklich brauchst. Denn wenn du das Gefühl hast, du brauchst regelmäßig eine Pause, heißt das, dass dein Akku sozusagen, dein innerer Akku, die ganze Zeit schon entladen ist. Und du musst dir die Frage stellen in deinem Leben: Wenn du einen Akku hast mit einem bestimmten Energielevel und du zum Beispiel deinem Beruf nachgehst oder du zum Beispiel in deiner Beziehung bist und während diesem Beruf, während du den ausübst und während deiner Beziehung wird dieses Akku-Energielevel immer niedriger, dann musst du dir die Frage stellen: Ja, was mache ich denn da eigentlich für einen Job? Was habe ich denn da eigentlich für eine Beziehung, die mich offenbar mehr Energie kostet, als sie mir bringt? Und das ist die entscheidende Aufgabe. Natürlich kann man im Leben ab und zu mal eine Pause machen. Pausen sind natürlich auch gut, sind auch was Wichtiges. Es geht nicht darum, von morgens bis abends nur noch durchzuarbeiten und Gas zu geben. Natürlich sind Regenerationsphasen auch wichtig. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, eben nicht darum, um dich wieder aufzuladen, sondern als Ergänzung zu deinem Leben. Denn wenn du das Gefühl hast,
dass du dich aufladen musst von deinem Leben, dass du dich erholen musst von deinem Leben, dann stelle ich mir die Frage, ist es nicht sehr viel wichtiger, vielleicht das Leben zu verändern, anstatt immer wieder in einer Pause zu versuchen, ja, den Mangel eigentlich auszugleichen. Wenn eine Pause dazu dienen soll, um ein suboptimales Leben irgendwie auszubalancieren, auszugleichen, dann bist du, glaube ich, auf dem falschen Weg. Erschaff dir ein Leben, auch ein Arbeitsleben, von dem du keinen Urlaub brauchst. Und trotzdem ist ein Urlaub natürlich eine tolle Geschichte. Ein Urlaub ist was Wunderschönes, denn du hast die Möglichkeit, an einem neuen Ort zu sein, an dem du vielleicht noch nie warst, neue Eindrücke zu haben, die du so noch nie hattest, vielleicht Menschen kennenzulernen, die du so noch nie kanntest, oder mit Menschen an einem Ort zu sein, wo du noch nie warst und somit neue Erlebnisse zu bekommen, die du so noch nie erlebt hast. Also von dem her, ein Urlaub ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit im Leben, aber nicht deswegen, um sich zu erholen von einem Leben, das diesem Urlaub vorausgegangen ist, sondern um einen zusätzlichen, neuen, tollen Baustein ins Leben zu bekommen, ein tolles, neues Erlebnis, das das Leben bereichert und nicht irgendwie ausbalanciert. Das Leben der meisten Menschen sieht so aus, dass sie 49 Wochen lang, wie blöd, auf einen Zeitraum von 3 Wochen, wo sie Pause machen können, hinarbeiten, um sich in diesen 3 Wochen dann von den 49 Wochen davor, wo sie darauf hingearbeitet haben, erholen zu können. Ganz ehrlich, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. 49 Wochen auf 3 Wochen hinzuarbeiten, um sich in den 3 Wochen von den 49 Wochen zu erholen, da muss ich mir ja die Grundsatzfrage irgendwo stellen, oder? Also die Aufgabe wäre doch vielmehr, die 49 Wochen so zu gestalten, dass dein Akku grundsätzlich sich nicht entlädt, sondern sich vielleicht sogar aufbaut, dass du mehr Energie gewinnst in deinem Leben durch das, was du machst, und immer stärker und immer erfüllter wirst von dem, was du tust, als andersrum. Und natürlich ist es so, ja klar, im Leben ab und zu, man ist auch mal müde, das geht mir auch so. Manchmal kommt man abends nach Hause und denkt sich, wow, heute habe ich echt richtig viel gemacht, heute war richtig viel los, und man ist müde, ganz klar. Ich meine damit ja nicht einen körperlichen Akku. Ja, der körperliche Akku, der geht natürlich irgendwann mal nach unten, deswegen müssen wir schlafen, deswegen sollten wir uns auch regenerieren. Auch im Profisport braucht man deswegen ja auch Regenerationsphasen. Das ist nicht das, was ich meine. Das, was ich meine, ist diese emotionale Komponente. Dass du dir das Gefühl hast, dass du emotional entladen wirst, dass du einfach keine innere Energie mehr hast. Wenn ich abends manchmal nach Hause komme, dann fühle ich mich durchaus mal müde und kaputt. Aber das ist ein körperliches Phänomen. Aber emotional bin ich erfüllt. Emotional weiß ich, wow, was war das für ein geiler Tag? Was habe ich heute alles gemacht? Was habe ich heute alles bewirken dürfen? Coole Erlebnisse gehabt, mit tollen Menschen gearbeitet. Genial. So. Und ich kann total müde und kaputt ins Bett gehen und trotzdem innerlich erfüllt sein. Aber das Problem der meisten Menschen ist, dass sie komplett müde und kaputt ins Bett gehen, aber innerlich nicht erfüllt sind. Und ganz ehrlich, wenn du diesen Zustand über längere Zeit hast in deinem Leben, dann hilft dir auch die Pause nicht weiter. Dann ist die Pause ein Ablenkungsmanöver von dem, um was es wirklich geht. Und in der alten Management-Theorie hat man dann gesagt, naja, wenn du halt eine Situation in deinem Leben hast, eine Phase, die du nicht gut findest, dann gibt es nur 3 Möglichkeiten. Love it, leave it or change it. Ja? Liebe das, was du tust, hör das auf, was du tust, leave it, ja, oder change it, also verändere das, was du tust. Und jetzt sind wir uns mal ganz ehrlich. Manchmal gibt es Situationen im Leben, die kann ich nicht lieben. Ja, es gibt manchmal einen Job, es gibt manchmal eine Aufgabe, es gibt manchmal einen Chef, es gibt manchmal ein Unternehmen, es gibt manchmal eine Art von Partnerschaft, es gibt manchmal Situationen im Leben, Ereignisse, die kann ich nicht lieben. Zweitens, ich kann nicht damit aufhören. Manche Dinge kriege ich nicht weg. Manche Dinge, vielleicht wenn du finanziell gebunden bist erstmal, dann kannst du deinen Job nicht einfach von heute auf morgen aufhören. Wenn du Verantwortungsgefühl für deine Kinder hast, dann kannst du die Kinder nicht einfach verkaufen oder weggeben oder aussetzen. Das geht nicht, das sind deine Kinder. Also das heißt, man kann manchmal die Situation nicht lieben, man kann manchmal die Situation auch nicht loslassen, ja, also leave it. Und man kann es manchmal auch nicht changen. Man kann es manchmal auch nicht verändern, weil man selbst nicht in der Kontrolle ist darüber. Weil gerade wenn es zum Beispiel um andere Menschen geht,
oder um einen Prozess in einem Unternehmen. Diese Situation, man hat selber keine Kontrolle darüber, man kann es nicht verändern. Das heißt, irgendwie kommt man mit diesem Love it, leave it, change it in manchen Situationen im Leben nicht weiter. Der Punkt ist, es gibt einen vierten Bereich und der wird immer gerne vergessen. Denn wenn Love it, leave it und change it nicht funktioniert, dann fang mal mit der Nummer 4 an und die heißt Change Yourself. Veränder dich. Wenn du eine Sache nicht lieben kannst oder einen Menschen, wenn du eine Sache nicht verändern kannst oder nicht aufhören kannst damit, wenn du es nicht loslassen kannst, dann solltest du vielleicht anfangen, bei dir selbst was zu verändern. Deine eigene Einstellung. Und zu verstehen, dass eine Pause eben nicht die Dinge verbessert, indem du danach die Dinge irgendwie lieber magst. So nach dem Motto, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich nicht, wie bei einer großen Gefahr. Das ist genau der Punkt. Die meisten Leute machen wie ein Kind die Augen zu, wenn sie in Urlaub gehen, nach dem Motto, ich muss mal abschalten, ich muss mal alles vergessen, ich muss mich mal ablenken. Dann schießen sie sich am Wochenende ab, sie entertainen sich. Unterhaltung kommt ja auch schon von unten halten. Ich halte etwas unten, das heißt, es ist eine Form von Unterdrückung. Unterhaltung, Entertainment, Spaß zu haben, ist eine schöne Geschichte, wenn es den richtigen Zweck dient. Wenn es eine Bereicherung im Leben ist, um eine neue Farbe reinzukriegen. Wenn Unterhaltung aber dazu dienen soll, dich von etwas abzulenken, was du in deinem Leben eigentlich gar nicht haben willst, dann machst du auf Dauer nur das stärker, was du nicht haben willst. Und das Leben wird dir Botschaften schicken, wo es dich immer stärker darauf aufmerksam macht, hey, change yourself. Change yourself, change your life. Veränder dich, verändere dein Leben. Denn das ist die einzige Medizin, die es in Wahrheit gibt, um gesund zu werden, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, um eine tolle Partnerschaft zu haben, übrigens auch um finanziell vorwärts zu kommen. Deswegen überleg dir mal wirklich, ob du eine Pause brauchst, ob das Gefühl, das du in dir hast, dir wirklich sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Pause, oder ob das Gefühl dir nicht sagt, hey, ich sollte endlich mal mein Leben überdenken und verändern. Stell dir das vor wie ein Energiekonto. Wir haben so dieses Energiekonto wie ein Bankkonto. Es gibt eine Einnahmenseite, wo das Geld reinkommt, es gibt eine Ausgabenseite, wo das Geld rausgeht. Und am Ende des Tages stellt sich immer die Frage, ob ich mehr Energie, also mehr Geld eingenommen oder mehr Energie und Geld ausgegeben. Und das spürst du am Ende des Tages. Und wenn du das Gefühl hast, Mann, ich brauche jetzt öfter mal eine Pause, wenn vor allem diese Abstände, wo du eine Pause brauchst, immer häufiger werden, dann liegt das einfach daran, dass dein Energiekonto so angespannt ist, dass du so wenig Kapital auf deinem Konto hast, dass du bei der kleinsten Ausgabe, bei der kleinsten Herausforderung, beim kleinsten Problem, bei der kleinsten Belastung, bei der kleinsten Schwierigkeit schon im Minus, im Dispo bist. Es gibt auch einen energetischen, einen emotionalen Dispo. Also dein Konto ist überzogen. Also die Aufgabe ist somit nicht, das Konto öfter wieder auf Null zu stellen, sondern die Aufgabe ist mal grundsätzlich zu schauen, wo sind denn diese ganzen Energiekiller, die es verhindern, dass dieses Energiekonto sich auch mal aufbaut. Denn wenn du natürlich ständig so große Ausgaben auf deinem Konto hast, ja, zum Beispiel Kredite, ja, dann kannst du ja gar kein Kapital aufbauen, weil die Kredite und die Zinsen alles wegfressen. Und genauso ist das im Leben auch, wenn du so große Energiekiller hast in deinem Leben, die ganze Zeit deine Lebensenergie wegziehen, sodass du schon mit minus 1000 Euro gefühlt emotional, ja, in der Früh aufwachst, dann kannst du den Tag über kaum Kapital aufbauen. Also, change yourself, change your life. Eine Pause ist nicht die Lösung. Du brauchst wahrscheinlich keine Pause. Du brauchst ein Lebenskonzept, das dich erfüllt. Sei ein Life Designer, sei ein Lebensarchitekt, denn du musst dir bewusst machen, du designst dein Leben jeden Tag mit dem, was du tust, mit dem, was du denkst, mit dem, was du sagst. Und mit jeder Entscheidung, die du triffst, dass du Dinge wieder weiter so machst wie bisher. Wenn du in einer Partnerschaft oder in einem Job zum Beispiel bist oder Dinge tust, die dir eigentlich nicht gut tun und die dein Energiekonto eigentlich eher schwächer machen als stärker auf Dauer über einen längeren Zeitraum, dann ist die Aufgabe ganz einfach, fang an, die Pausen, wenn du sie schon brauchst, sinnvoll zu nutzen. Okay, wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Pause, weil du sonst immer tiefer gehst, dann nimm dir die Pause. Aber nutz die Pause nicht, um dich abzulenken, sondern um einen Plan zu machen, dein Leben neu zu designen. Und mach dir bewusst, wenn du einfach die Dinge weitermachst wie bisher,
dann ist das jedes Mal wieder eine neue Entscheidung. Genau dafür, wie dein Leben momentan halt aussieht. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, wie du das umsetzen kannst, wenn du das lernen möchtest, wie du dein Leben verändern kannst, wie du dir ein erfüllendes und glückliches, starkes und auch erfolgreiches Leben aufbauen kannst, im finanziellen Bereich, im beruflichen Bereich, natürlich auch in der Partnerschaft und natürlich auch in Bezug auf dich selbst, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen, dann komm zu meinem Seminar. Ich empfehle dir als allererstes eigentlich als Kennenlernformat die Erfolgsoffensive. Es ist ein zweitägiges Format, wo wir genau in diesen 2 Tagen eine Struktur, eine Methode entwickeln, beziehungsweise ich dir meine Methode zeige, wie du nach und nach dein Leben so designst, dass du Struktur reinkriegst und nach in die richtige Richtung gehen kannst, um die ganzen Energiekiller abzubauen und Energiegeber aufzubauen. Du lernst an diesen 2 Tagen, wie du deine Energiebilanz, dein Energiekonto wieder ins Positive, deutlich ins Positive bringst. Und wie du dich selbst verändern kannst, auch wenn du deine Umstände manchmal vielleicht nicht gleich verändern kannst. Denn ja, man kann es manchmal nicht lieben, man kann es manchmal nicht loslassen, man kann es manchmal auch nicht verändern. Aber du kannst dich selbst verändern. Wenn du weißt, wie das geht, dann hast du die Möglichkeit, dein Energiekonto trotz schwieriger Umstände und Rahmenbedingungen positiv zu gestalten. Und das gibt dir die Energie, um tatsächlich das Leben zu verändern. Also komm zur Erfolgsoffensive. Du findest die Links unten auch in den Beschreibungen zu diesem Video. Wenn du Fragen hast dazu, schick uns natürlich eine Nachricht. Ich würde mich riesig freuen, mit euch darüber zu arbeiten. Hoffe, dieses Video war ein guter Content, ein guter Impuls, eine Inspiration für dich. Und teile es bitte mit allen Menschen, die du kennst, wo du sagst, Mann, genau die, ja, die lenken sich ein bisschen von ihrem Leben ab. Die möchten eigentlich auch ihr Leben verändern. Vielleicht hast du mit diesen Menschen schon drüber gesprochen, dass ihr gerne mal was verändern würdet oder dass diese Menschen gerne etwas in ihrem Leben verändern würden. Aber irgendwie versuchen sie sich mehr mit Pausen abzulenken, anstatt wirklich was zu verändern. Nutz deine Lebenszeit und übrigens würde es mich sehr freuen, wenn du jetzt Lust hast, diesen Kanal zu abonnieren, um mehr Videos von mir zu bekommen, mehr Wissen, mehr Content. Auch in anderen Videos zeige ich dir schon die ersten Techniken, wie du dein Energiekonto aufbauen kannst. Aber, wichtiger Impuls nochmal, nichts geht über ein Live-Erlebnis, nichts geht über ein Seminar, denn dort haben wir ein ganz anderes Erlebnis, das kann ich dir über ein Video so alleine gar nicht rüberbringen. Was du bei der Erfolgsoffensive bezahlst, und es ist ein sehr günstiges Kennenlernformat, ist das gemeinsame Erlebnis, die Übungen, die Emotionalität. Das Wissen schenke ich dir hier auf diesem Kanal for free. Also, ich freue mich, dich dann bald mal zu sehen bei einem meiner Seminare. Ich hoffe, du hast jetzt was für dich mitgenommen und wünsche dir einen richtig, richtig coolen Tag. Mach's gut, ciao, dein Steffen Kirchner.